Hallöchen, hier ist jetzt das Samsung, womit ich gerade das Video davor gemacht habe. Jetzt filme ich wieder mit meinem Handy, mit dem Huawei, keine Ahnung was, Moment. Ja, weiß ich jetzt nicht, ich habe gerade nachgeguckt, keine Ahnung, Huawei irgendwas Handy, aber hier, das ist das Samsung, schieß mich tot, J6 Plus oder sowas, ich kann es auch anmachen, leider. Fehlt da unten was? Ich weiß nicht, ob das für SIM ist oder das für SIM ist. Es hat schon ordentlich gelitten und wie man sieht hier, Display hat auch ordentlich gelitten. Aber wo ist er denn? Samsung Galaxy J6S secured by wie auch immer. Das war gar nicht so einfach mit dem Teil. Das auf Werkseinstellung zu setzen, weil das hatte noch eine Sperre drinne. Die kann man auch umgehen. Mit einer bestimmten Software und Prozedur kann man bei YouTube suchen, wenn ihr mal sowas habt. Also das habe ich in einer Batteriesammelkiste gefunden. Ich habe noch zwei weitere, die ich in der Batteriesammelkiste gefunden habe. Die funktionieren aber, glaube ich, nicht vom Display her. Ich glaube, da war noch ein Samsung bei, das da ist das Display auch gebrochen. Das macht aber keinen Mucks. Scheint aber Leben drinne zu haben. So, September, swipe to unlock. Kann ich sogar tun. Das ist bloß ein bisschen langsam. Jetzt, wenn er die Dings haben. Jetzt. Wo ist er denn? Mach nochmal auf hier. Swipe to unlock. Und dann den Code da. Ist jetzt so gemacht und ja, das Display geht immer dunkel, aber es ist komplett da und es funktioniert sogar bis in die hinterste Ecke hier hinten. Ich kann da dahin, kann da wieder zurück, aber hier müsste doch eigentlich so, das ist Einstellung, Settings, das funktioniert sogar. About Phone, ich kann es euch mal kurz zeigen. Phone Number, Seriennummer und das werde ich ausblenden. Ja, also hier oben, das werde ich mal ein bisschen ausgrauen, aber Status Software Information kann ich euch mal zeigen. Android Version 10, Base Version, Kernel Version, Build Number, C4 Android, Nox Version, Service Provider. Das werde ich hier unten mal wieder wegverpixeln, aber es funktioniert und ich kann wirklich bis in die hinterste Ecke funktioniert das Display noch. Und es hat 32 GB internen Speicher. Ich habe das jetzt als Kamera benutzt, das funktioniert wunderbar. Es hat jetzt auch WLAN an. Play Store funktioniert. Google Play, bla bla bla. Aber das wird weggeschmissen. Ich könnte es theoretisch benutzen, aber hier unten, man sieht das schon, das ist richtig rausgebrochen. Da kann man bis ins Innenleben reingucken. Ich versuche es mal zu zeigen, da kann bis ins Innenleben reingucken. Ich habe schon überlegt, mal zu gucken, ob ich dafür ein Ersatzdisplay kriege, wie teuer das wird und das vielleicht versuchen zu tauschen, aber es funktioniert ja so. Nachher mache ich das so kaputt, dass ich das neue Display damit auch nicht mehr lau zum Laufen kriege. Ich würde es sonst so lassen und vielleicht als Backup-Kamera oder was nehmen, weil Akku, ja, ist ja egal, scheiß drauf. Tap to weather, use current location, ja, ist egal. Turn, ja. Searching, 13 Grad, bei wo? Dann Lawrence Süd, updated, 13 Grad. Ja. Müsste sogar hinhauen. Ja, hat genieselt und geregnet, ja, passt. St. Lawrence Süd, ja, das ist zwar auf Englisch, aber ist egal. Es funktioniert. Ich kann nicht meckern. Das war irgendwie auf
Ja, weiß nicht, was für eine Sprache das war. Man konnte es kaum entziffern. Ich konnte aber gerade so noch die Sprache nachher umstellen. Ich glaube, das steht jetzt auf Englisch. Könnte sogar auf Deutsch machen. Stand auf irgendeine komische Sprache. Aber, sorry Leute, sowas finde ich in Batterie-Sammelkisten. Das funktioniert noch. Gut, es fehlt hier an der Seite dieses Ding. Vielleicht kann man das nachkaufen. Ich habe jetzt leider kein Öffnungswerkzeug. Obwohl, ich hätte einen kleinen Bohrer. Moment, ich suche mal kurz einen kleinen Bohrer. Ich mache da mal auf. So, da bin ich wieder. Ich habe das Dings offen. Ja, ist für die Mikro-SIM hier. Oder Mini-SIM, Mikro-SIM. Ach, ich weiß das jetzt nicht mehr. Mini-SIM, glaube ich. Halt SIM-Karte. Könnte ich benutzen. Ich weiß nicht, ob das Dual-SIM hat. Meine, also das Huawei, was ich hier habe, das hat Dual-SIM. Dafür habe ich dann einmal Speicherkarte weniger. Das kann ich jetzt gar nicht gucken bei meinem. Aber wie gesagt, das funktioniert. Also, das funktioniert wunderbar. Also, sowas finde ich einfach ja, so gesehen im Müll. So, aber das können wir jetzt wieder ausmachen, weil es muss nicht an sein. So, Power off, Restart. Power off, Samsung. Weiß nicht, weiß gar nicht, was für eine Android-Version ich bei mir drauf habe. Vielleicht schreibe ich das in die Beschreibung unten rein. Ja, beim Suchen eben ist mir noch meine Kaffeetasse kaputt gegangen, meine schöne. Naja, gut. Ich habe noch eine, ich habe noch genug. Ich habe genug. Okay, aber sollte ich euch da mal zeigen? Also, gut. Es ist vielleicht für denjenigen nicht mehr so viel wert gewesen mit dem Display, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also für mich funktioniert es, ich kann es sogar noch als Videokamera nehmen. 32 GB RAM drin. Ich glaube, die 5 Minuten Video davon sind in ungefähr 500, 600 Megabyte. Das macht wirklich Full HD. Wunderbar. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüssi!